Jo, servus und moin, Rednecks. Wir haben ein wunderschönes Wetter. Es ist zwar richtig warm, es ist richtig schwül und es windet, aber es ist trotzdem geil. Ja, einfach Hammer. Und deswegen wollte ich jetzt einfach mal Motorrad fahren mal wieder und für euch die erste Folge von meiner neuen Serie aufnehmen. Und zwar ist das die Serie, wie man am besten Motorrad kauft. Ich weiß es nicht, ob das noch, beziehungsweise ob das schon der passende Titel dafür ist. Aber mal gucken. Die Serie wird in etwa 3 bis 4 Folgen haben, je nachdem, wie weit ich das strecke, beziehungsweise wie lang die Folgen werden. Aber das gucke ich dann einfach spontan. Also das soll jetzt einfach der Einstieg werden, die erste Folge. Und ja, da fangen wir einfach mit den Basics an. Und zwar, bevor ihr ein Motorrad kauft, was müsst ihr da erledigen? Das sind so die Punkte. Klar, ihr müsst einen Führerschein haben. Klar, ihr müsst dazu berechtigt sein, das Motorrad zu fahren zu dürfen, was ihr haben wollt. Sprich, wenn ihr einen A2-Führerschein habt, dann müsst ihr auf das Leistungsgewicht gucken, etc. etc. Ich bin mir sicher, ihr wisst das alle. Von daher gehe ich darauf nicht näher ein. Aber ich wollte es trotzdem mal der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Der nächste Punkt wäre ganz einfach. Ihr müsst für euch selber, sag ich mal, heraussuchen, was für ein Motorrad ihr haben wollt. Es gibt so viele verschiedene Motorräder, Hersteller und Fahrstile vor allem, dass ihr selber einfach heraussuchen müsst für euch, was ihr denn haben möchtet. Lasst euch von niemandem da reinreden. Es ist euer Motorrad, es ist euer Fahrstil. Lasst euch die Zeit, beziehungsweise nehmt euch die Zeit und sucht es euch raus. Ihr habt die Auswahl zwischen Chopper, Supersportler, Sporttouring, Touringmaschinen, Cross, Enduro und so weiter und so weiter. Also eine riesige Auswahl und jede Maschine hat ihren eigenen Charakter, jede Maschine hat ihren eigenen Charme. Seit wann haben die es neu geteert? Geil. Und ja, und dann müsst ihr erstmal für euch selber raussuchen, welche Maschine passt zu mir. Da könnt ihr dann unter anderem mit einbeziehen, wenn ihr noch keine Erfahrung habt. Wie möchte ich denn fahren? Was gefällt mir denn? Beziehungsweise wie groß bin ich? Wie schwer bin ich vor allem? Und dann könnt ihr anhand von diesen Kriterien dann halt immer weiter zurückgehen und euch auf ein, sag ich mal, Modell festlegen. Seid ihr beispielsweise nur 1,60, dann wird das mit der Enduro ein bisschen schwerer, würde ich mal behaupten. Dann solltet ihr euch vielleicht was Kleineres holen, wie eine Chopper oder eine tiefer gelegte Supersportler. Es gibt Auswahl über Auswahl. Wenn ihr sagt, okay, ich möchte eigentlich schnell fahren, aber ich möchte auch lange fahren, dann wäre vielleicht eine Sporttouring-Maschine das Geeignete, weil mit Sporttouring-Maschinen kann man auch sehr gut sehr schnell fahren, wenn man darauf das Augenmerk legt. Vor allem kann man mit diesen auch sehr lange fahren. Wenn ihr hingegen dann einen Supersportler aussucht, dann dürfte der ein oder andere Probleme damit haben, mehr als 3 oder 4 Stunden am Stück zu fahren. Ist einfach so. Genau, dann kommt der nächste Punkt und zwar schaut die Maschine euch erstmal beim Händler an. Egal was ihr macht, ob ihr sie, sag ich mal, neu kaufen wollt, gebraucht kaufen wollt, schaut sie erstmal an. Wenn ein Kumpel von euch die hat, dann fahrt sie bei dem Kumpel Probe, wenn ihr dürft. Setzt euch auch einfach mal drauf. Wenn ihr kein Kumpel die hat, dann geht zum Händler. Und setzt euch da einfach mal drauf. Meistens dürft ihr euch da ganz einfach draufsetzen und ein bisschen vortesten, sage ich ganz einfach. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ihr euch auf eine Maschine festlegt und die passt dann gar nicht zu euch. Sprich, dass es komplett unbequem ist, die Körperposition gar nicht so passt für euch und so weiter und so fort. Wenn dann alles diesen Punkt passt, dann kommt der nächste große Schritt, nämlich zum Kaufen. Da müsst ihr erstmal herausfinden, wie viel Geld habe ich überhaupt übrig. Wenn euch das vollkommen egal ist, was so eine Maschine kostet, wenn ihr im Geld schwimmt, dann könnt ihr mir gerne was spenden, habe ich auch nichts dagegen. Nein, Spaß. Aber wenn es euch vollkommen egal ist, dann spricht nichts dagegen, diese Maschine neu zu kaufen. Außer natürlich der Werteverlust, der dann eintritt. Aber wenn ihr ja sowieso so viel Geld habt, wer weiß, ob euch das dann auch interessiert. Genau, neu kaufen hat einen großen Vorteil, beziehungsweise hat mehrere große Vorteile. Der erste Vorteil wäre ganz einfach, dass ihr die allerersten seid, die diese Maschine fahrt. Und da fragt sich der andere, aber wieso ist das ein Vorteil? Ganz einfach, weil du dann der allererste bist, der da drauf sitzt. Du weißt ganz genau, was du mit der Maschine gemacht hast, ob du sie schon mal in die Ecke geschmissen hast, auch wenn sie neu ist, dann wahrscheinlich eher nicht. Das ist eine saubere Maschine, die sehr, 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 sehr wahrscheinlich
keine Fehler haben wird, beziehungsweise keine Macken haben wird. Und ja, der zweite große Punkt ist, dass ihr Händlergarantie habt, ihr habt Händlergewährleistung, ihr könnt die Maschine noch umtauschen, wenn irgendwas sein sollte, wenn das doch nicht ganz so klappt. Und wenn ihr von vornherein direkt gut aufpasst, dann könnt ihr sicher sein, dass ihr eine super gewartete Maschine habt, die euch höchstwahrscheinlich nie Probleme machen wird. Kommt natürlich auch immer aufs Modell drauf an. Zweite Variante wäre, ihr kauft gebraucht. Und das lässt sich wieder unterteilen bei Gebrauchtkauf beim Händler und Gebrauchtkauf Privatperson. Das hat beides so seine Vor- und Nachteile. Kommen wir erstmal zum Händler. Der Händler ist teurer. Ja, ganz einfach. Wenn ihr beim Händler gebraucht kauft, ist die Maschine höchstwahrscheinlich um die 1000 Euro teurer. Manchmal ein bisschen weniger, manchmal um einiges mehr, als wenn ihr es auf dem freien Markt von der Privatperson erwerbt. Dafür habt ihr dann beim Händler meistens eine Garantie bzw. Gewährleistung, je nachdem, was der Händler da für persönliche Sachen noch hat, mehr oder weniger. Und das ist schon mal ein Pluspunkt, da könnt ihr die Maschine abgeben, wenn grob irgendwas kaputt gehen sollte und ihr dafür nicht verantwortlich seid. Natürlich müsst ihr das alles nachweisen, das wird schwierig. Und naja, außerdem, viele Leute denken, ich kaufe vom Händler, alles gut, habe ich keine Probleme. Händler ist seriös, Händler wird mir keinen Scheiß verkaufen. Falsch, da muss ich euch richtig enttäuschen, weil auch wenn die Maschine vom Händler kommt, die Händler, die verkaufen nicht nur einwandfreie Maschinen. Es gibt einige schwarze Schafe bei denen. Wir haben hier zum Beispiel in meiner Gegend in Stuttgart einen sehr, sehr, sehr großen Händler. Die meisten dürften ihn kennen. Das ist, glaube ich, einer der größten Händler Deutschlands. Da könnt ihr gerne neue Maschinen kaufen, wenn ihr Bock drauf habt. Gebraucht kaufen, bei dem niemals. Ich werde jetzt keinen Namen nennen, sonst wird mir das als Rufmord oder so ausgelegt. Aber die meisten werden wahrscheinlich wissen, welchen Händler ich meine. Ganz einfaches Beispiel, warum. Ich war nämlich auch da und habe ein paar Maschinen Probe gesessen. Ich habe mir den Triumph Daytona angeguckt, ob das von der Körpergröße passt, bevor ich diese Maschine gekauft habe. Und. Da sind mir ein paar Maschinen aufgefallen, sehr schöne große Aufkleber von wegen. Oh, Werkstattcheck, 40 Punkte Durchsicht gemacht, einwandfrei, ready to ride. Dann schaut man sich die Maschine genauer an. Erstens, nicht mal sauber gemacht. Ja, da stehen dreckige Maschinen im Verkaufsraum. Ich meine, okay, das ist dann denen ihr Problem. Und solange es einwandfrei ist, naja, sind die Maschinen halt dreckig. Ist nicht so ansprechend. Interessante Verkaufsstrategie vor allem. Aber naja, zweiter Punkt. Ich habe mir eine Maschine angeguckt. Das war eine Z900, glaube ich. Lenkkopflager am Arsch. Man hat das Ding geschoben, man hat den Lenker bewegt. Es hat merklich einen Widerstand gegeben. Und gefühlt habe ich es auch knacken hören. Ja? Gefühlt habe ich es knacken hören. Und dann stand ich drauf, 40 Punkte Durchsicht, alles perfekt. Dann machst du nichts. Und wenn dann noch die Verkäufer alles abstreiten, sagen, kann nicht sein, dann weißt du, woran du bist. Also so als Beispiel wie mal. Ich bin jetzt zu weit ausgeschwiffen. Wollte ich nicht. Genau, so viel zu den Händlern. Klar, es gibt auch korrekte Händler, aber die muss man kennen. Da muss man halt einfach eben einen in der Hand haben. So, zweites. Privat gebraucht kaufen. Wie der Name es schon sagt, ihr kauft von einer Privatperson und auch noch ein gebrauchtes Motorrad. Genau wie beim Händler wisst ihr nicht, was die Maschine vorher schon durchgemacht hat. Ob der Vorbesitzer oder der Vorbesitzer damit einen Unfall hatte, ob die auf der Rennstrecke war, ob das dementsprechend schon verheizt ist, das Ding. Ihr wisst es einfach nicht. Und es gibt sehr viele Verkäufer, die sind da nicht so ehrlich und sagen das. Die wollen es halt zum höchstmöglichen Preis verkaufen. Da ist dann halt euer Wissen gefragt, was ich dann euch versuche in den nächsten Videos bzw. in den nächsten Folgen beizubringen. Ich habe es wahrscheinlich auch die nächste Folge schon hier oben rechts verlinkt. Je nachdem, wie weit ich schon bin beim Aufnehmen. Mal gucken. Und bei der Privatperson ist vor allem auch der große Punkt, ihr habt in der Regel kein Rückgaberecht. Ihr habt keine Garantie, ihr habt gar nichts. Es wird meistens gekauft wie gesehen, wenn ihr Fehler macht, es ist euer Problem. Wenn irgendwas kaputt ist, was ihr nicht gesehen habt, ist euer Problem. Deswegen ganz wichtig, schaut euch die Maschine an, regelt das vertraglich. Vor allem informiert euch über die Maschine, die ihr kauft. Bitte
Ich habe einen Kumpel, der meinte, oh geil, ich weiß nicht mehr genau, was für eine Maschine das war. Ich glaube eine R1, eine R12, 012, keine Ahnung, ich kenne mich bei den Yamaha nicht so aus. Und er hat sich halt null informiert. Einmal hat er sich komplett, sag ich mal, übers Ohr hauen lassen. Zu teuer einkauft. Das zweite Mal, die Maschine war auf der Rennstrecke, wusste er nicht. Dritte Mal, die Maschine ist bekannt dafür, dass sie Probleme macht. Wenn man sich halt nicht über die Maschine vorher schlau macht, dann weiß man das halt auch nicht. Bei dieser Maschine gibt es halt auch einige zwei Rückrufaktionen, die wurden hier in dem Fall durchgeführt. Muss man halt gucken, ob die gemacht wurden. Wenn nicht, dann kann man das gleich bei der Preisverhandlung mit einbringen und sagen, okay, du, Rückrufaktion wurde nicht gemacht, muss mich alles nachmachen. Minuspunkt. Also als allererste große Aufgabe, informiert euch über die Maschine bzw. über das Fahrzeug, das ihr kaufen wollt. Allgemein, was für Mängel hat, könnte sie haben, wo liegen Schwachstellen, was muss man bei einer bestimmten Kilometeranzahl beachten. Manche Maschinen haben, keine Ahnung, ab 30.000 Kilometer Probleme mit dem Getriebe und. Muss man sich halt angucken und reinfuchsen. Ja, für den Anfang war das ein grober Überblick, worauf ihr zu achten habt, beziehungsweise worauf ihr euch, sag ich mal, wie vorzubereiten habt, was für Gedanken ihr euch machen müsst, vor allem, wenn ihr eine Maschine kaufen wollt. Weil es ist nicht ganz einfach, sich immer richtig zu entscheiden. Manchmal kann es schon der richtige Weg sein, für eine neue Maschine zu gehen, aber es gibt sehr, sehr viele gebrauchte Maschinen, die einfach genauso gut sind, um die Hälfte billiger. Und ja, deswegen muss man einfach mal ein bisschen gucken, wie man sich entscheidet. Gut, mehr gibt es in den nächsten Folgen. Da werde ich genauer darauf eingehen, worauf ihr zu achten habt, wenn ihr die Maschine kauft, welche Punkte ihr euch anschauen solltet und. Ich werde jetzt das schöne Wetter noch genießen. Ich werde ein paar schöne, kurvige Strecken finden und Spaß haben. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag. Je nachdem, wann ihr jetzt wieder schaut, eine wunderschöne Zeit. Abonniert gerne den Kanal, lasst ein Like da. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal.